So, hallo und ja, das ist mal ein Video, wo ich auch mal rede. Ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, ob euch das gefällt oder nicht. Und hier sieht man auch gut, wer ich bin. Nämlich Vampire RP. Und wir haben ja den Mirror Mystery schon durchgespielt. Ich habe auch schon alle Parts hochgeladen. Nur habe ich mir mal gedacht, ich muss euch natürlich noch alles zeigen. Zum Beispiel das umfassende Menü, was es in diesem Spiel gibt. Also, das hier kennt ihr ja schon, was es bringt. Also, es hat uns sehr viel Geschichte gezeigt und es war extrem interessant mit diesem Herren, sag ich mal. Und da gibt es natürlich auch die Einstellungen. Und ich fand halt toll, dass man halt wirklich so detailreich alles einstellen konnte. Also, man konnte echt die Grafik einstellen. Man konnte echt einfach alles einstellen. Das war einfach alles, was man für dieses Spiel braucht. Ja, wir spielen auch schon so einen Scheiß. Was soll ich? Dann gab es noch diese unglaublich große Liste an Mitwirkenden. Also da brauchst du echt eine halbe Stunde, bis du durch bist. Also, ja, kann ich auch kurz vorlesen. Die Cookie Games Präsident dazu. George Donovan, ausführender Produzent, Programmierung, Miroslav von Bus, Grafik und Peter Kubek, das sind zwei Kubeks, Martin Venus, und Michael Kubek. Zusätzliche Grafik Jan Hlalopti und Thomas Ulkamer. Das sagt einiges aus. Audio, das ist die Tilgro Sound Engine, die ist bestimmt extrem bekannt, deshalb kann ich auch so gut aussprechen. Dieser bestimmt so ausgesprochen. Und es läuft auf HDE. Damit habe ich eigentlich fast alles in diesem Video gezeigt, was es bringt. Ich möchte natürlich nicht das Profil wechseln, weil ich habe ja noch ein Profil, weil ich spiele die Scheiße doch nicht nochmal, also ich bin blöd. So. Also ihr habt es ja wahrscheinlich, oder vielleicht habe ich es nicht gesehen, also wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es natürlich euch angucken. Also es ist halt ein Gameplay. Also ich habe dazu nicht gesprochen, aber ich hoffe halt natürlich, dass es euch trotzdem gefällt. Und damit kann ich eigentlich diesem netten Herrn mal Tschüss sagen. Ich hoffe, wir werden uns nie wiedersehen, außer ich finde zufällig ein Teil 2, was ich nicht hoffe. Und damit zeige ich auch die letzte Funktion dieses Menübildschirms. Und das ist, wenn ich dieses B-E-E-M-D-E-N. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich klicke einfach mal drauf. Spiel beginnen. Oh, möchtest du schon gehen? Ja. Bist du wirklich sicher? Ja. Besser, Spiel jetzt schon beenden möchtest. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich klicke einfach mal drauf.